Recht herzlich willkommen zu einem neuen Projekt und zwar Avorion. Wir haben hier so eine kleine Drohne im Weltall und sind hier jetzt unterwegs und ja, versuchen hier irgendwie uns groß zu machen, sagen wir mal. Wir brauchen erstmal diese Drohne, die ist furzelfitzel klein. Da müssen wir erstmal gucken, dass wir jetzt Rohstoffe abbauen. Hier dieser glänzende Asteroid da, der hat Eisen in sich und da fliegen wir jetzt mal hin. Und ja, WASD ist steuerungsmäßig, Boost ist dann auch gleichzeitig noch, sag schon, die Leertaste. Irgendwie ist das Tutorial wohl noch an. Oder sie für den Schiffsbau verwenden, das will ich doch gar nicht mehr wissen, irgendwie hier nicht mehr anzeigen. Können wir denn das Tutorial? Also ich habe das Tutorial schon gespielt, einen Teil, aber nicht alles, das ist auch klar, aber irgendwie wollte ich auch jetzt nicht alles machen. Bergbau, Bauen, Drohne, Kamera 2, Besatzung, Hyperraum, Ansprache, Energiesystem. Habe ich alles schon erledigt, meine ich. Ja, ich kann jederzeit das Tutorial. Ja, das brauche ich aber nicht. Ich möchte jetzt nur noch abbauen, ne? Da weiß ich ja, wie das geht. Gucken wir mal, dass da jetzt keine Anzeigen mehr kommen. Aber weiß man auch nicht so genau vielleicht, ne? Ein bisschen näher ran. Ich glaube, dann ist das Ding auch effektiver. Okay. Auf jeden Fall ist hier Eisen drin, wie man oben links sieht. Die Anzeige, ne? Ist da oben ja zu erkennen. Eigentlich ist hier auch mal ab und zu so ein weißer Balken zu sehen. Aber in diesem Falle jetzt wohl nicht. Ja. Oh, der ist schon dicker gewesen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Der war länglich wohl. Ja, doch. Wir bohren uns langsam durch. Ja, Ziel ist Rohstoffe abbauen, Schiffe ausbauen und dann weiter gucken, ne? Da gibt's dann auch Kämpfe im Weltall und so. Wir können unser Schiff größer bauen. Es soll auch sein, dass man die Schiffe irgendwelche Aufgaben zuweist und die agieren dann alleine. Also man muss nicht nur wohl ein Schiff bauen, man kann mehrere Schiffe bauen. Ja, das ist jetzt das, ja, hier sieht man auch, da ist jetzt eine andere Einrichtung. Fokussieren kann man da mit der mittleren Maustaste. Tor nach Empire of Freedom, da geht es dann in einen anderen Sektor oder so. Hier hinten ist auch noch sowas. Da ist ein Oso-Tor nach Vast Sun 1 oder so ähnlich. Aber wir sollten erstmal gucken, dass wir hier ein bisschen was abbauen. Beziehungsweise ein Schiff nehmen. Aber wir, nicht den, den nehmen wir noch. Da haben wir Rohstoffe reichlich, sag ich mal. Der muss grün werden. Da ist man irgendwie auf 400 Meter oder sowas muss man da dran. Ne? Und ja, das sieht man dann jetzt zum Beispiel. Ne, ist noch nicht mal 400 Meter. Ist weniger wie 400 Meter. Oder ich war nicht nah genug an der richtigen Stelle. Ja, da sieht man jetzt den Balken, wie er abbaut. Das war eben bei dem anderen nicht zu sehen, ne? Interessant. Da sieht man, wie lange man da drauf halten muss, damit das wegkommt. So. Diese Drohne, wenn wir irgendwie einen Kampf verlieren oder was, diese Drohne behält man immer in dem Sinne. Das ist sozusagen die Überlebenskapsel. Da links fliegt auch schon ein Schiff vorbei. Transporter wahrscheinlich, so wie das aussieht. Keine Ahnung, was er transportiert, aber irgendwas wird er transportieren. Gut. Ja, jetzt ist es hier sehr mühselig momentan. Ich denke, das kann man alles in dem Spiel auch ausbauen. Wir fliegen mal ein bisschen näher ran noch. Vielleicht ist er effektiver, dann weiß ich aber nicht. Sieht, macht gerade so den Einschein, als ob wenn man näher ist, das effektiver ist, aber es kann auch täuschen. Ich glaube, vielleicht waren wir eben mit dem Ladebalken zu nah dran, dass wir den nicht gesehen haben. Das könnte sein. Aber jetzt ist er gleich.
weg, der Asteroid. So, haben wir alles. Gut. Ja, es gibt verschiedene Rohstoffe, wie man oben links sieht, die man hier abbauen kann. Das da ist irgendwie eine Station, wo man wahrscheinlich andocken kann und irgendwas bauen kann. Ja, wir sind jetzt aber so weit, dass wir hier irgendwie erstmal vielleicht ein Schiff gründen sollten. Das würde ich mal die AS Reiter 1 nennen. Oh, das war ein Ausrufezeichen, wir wollen es so machen. Das wird unser neues Schiff sein. Das ist jetzt irgendwo ein Klotz, den ich gerade nicht sehe. Wo ist denn die? Da ist er. Okay, es war so weit weggezoomt wohl. Irgendwo sind so Pfeile jetzt hier im Weltraum. Da sollte man eigentlich die Richtung sehen, wo ausgerichtet werden muss. Ich sehe sie gerade nicht. Okay, die Korrekturdüsen etc. Ich wollte doch gar kein Tutorial mehr haben. Naja, vielleicht kommt das regelmäßig in dem Spiel wieder. Das könnte sein. Baumodus ist B drücken. Ah, dann kommt auch das Ding. Hier oben ist der Baumodus auch irgendwo. Hier der Kran da. Ja, also wir sehen jetzt hier, das ist unser Urklotz sozusagen vom Raumschiff. Den hast du immer, wenn du ein Raumschiff baust wohl. So, und jetzt hier unten sind dann verschiedene, das Eisenhülle, das ist jetzt hier das Triebwerk zum Beispiel. Wie man sieht, ist das da so dran. Mit WASD kann man das in der Größe ändern und vergrößern und ja. Also mal gucken, so wird das größer. Jetzt habe ich es kleiner gezogen. So macht man es in der Breite mehr. Das wollte ich eigentlich auch. Ja, so ein Triebwerk hätte ich gerne schon. Das sieht cool aus, denke ich. Jetzt müssen wir hier Höchstgeschwindigkeit, Schub 35. Wir müssen so ein bisschen mit unseren Sachen auch haushalten. Wir brauchen Quarter hier, ein Quartier für unsere Crew. So, mal gucken, wo wir das hinbauen. Ich hätte jetzt fast gesagt, wir bauen das mal hier vorne, aber nicht in dieser Form. Da wieder kleiner werden. Vielleicht ein bisschen in der Höhe gewinnen. Obwohl ich denke nicht in der Höhe gewinnen. Was war denn jetzt? D ist länger machen. Naja, genau. Dann machen wir das mal ein bisschen länger. Da. Und so wie so ein Hotel oder was. Quadratisch praktisch gut. Machen wir mal so, oder? Gut, da haben wir die Quarters. Ja, man kann tausend Sachen natürlich damit machen dann. Jetzt brauchen wir hier noch diese Steuerdüsen, die sind nämlich dann zum Bremsen da und so. Haben wir ausgewählt, ja. Jetzt müssen die nur kleiner werden. Bisschen ist die Steuerung schwierig, ne, muss man sagen. Aber das kriegt man definitiv ja auch hin dann, ne. Man muss jetzt die Maus hin und her bewegen, damit das kleiner und größer wird, ne? So, ich glaube, wir könnten das so machen, dass wir die da einfach so drunter bauen. Und da und dort machen wir die auch noch hin. So, wie sieht das aus? Geht, ne? Gibt schlimmere Schiffe, denke ich. Gut, das ist erstmal das Erste, was wir jetzt hier haben. Was nötig? Ach so, wir müssen Besatzung dann irgendwo auf irgendwelchen Docks kaufen, beziehungsweise Schiffen. Schub wäre ein bisschen schlecht, steht da. Aber, ja, wir fangen erst klein an, würde ich sagen, ne? Was haben wir denn noch hier so? Panzerung? Ne, erstmal wollen wir, glaube ich, gar nicht so groß kämpfen gehen, oder? Eisenstein. Ach so, das war hier immun gegen Elektrizität. Ich glaube, wir gucken zu, dass wir erstmal abbauen weiter. Ne? Hier unten kann man das Menü erweitern und hier sieht man dann auch Maschinengeschützturm und Eisenbergbaugeschützturm. Die sollten wir vielleicht dann auch noch aufbauen. Und ja, da müssen wir mal gucken, dass wir die hier vorne drauf machen, denke ich mal. Ne? Zwei Stück. Einen da.
Das glaubt der gleiche Abstand, ne, oder? So, und dann den normalen Geschützturm noch dabei. Den machen wir in der Mitte. Oder wir können auch zwei machen, sehe ich gerade. Dahin und dahin. So. Ach, geht doch nicht. Gut, dann auswählen, entfernen. Also auswählen, mittlere Taste wiederum, ne, und entfernen, dann Delete drücken. Und dann setzen wir den natürlich in der Mitte, damit es ein bisschen Symmetrie hat, ne? So, das ist schon alles eigentlich. Jetzt gehen wir da mal raus und das Ding richtet sich immer in unsere Blickrichtung aus, wo wir sind. Da kommt ein riesen Frachter gerade vorbei. Die Kamera kann man mit Alt verändern, da kann man hier höher oder so, kannst du rauszoomen, kannst dann links, rechts, musst aber die Alt-Taste einmal loslassen, dann kannst du es so verschieben, ne? Und wenn man nichts macht, einfach nur auf die Alt-Taste drückt, dann geht der, zentriert er sich wieder. So. Ja. Jetzt müssen wir mal gucken, wie die Kiste überhaupt fliegt, ne? Ja, macht eigentlich einen ganz guten Eindruck, glaube. Was zeigt... Achso, wir müssen jetzt Crew erstmal kriegen, genau. Vielleicht kriegen wir die hier an dem... dieser Station, die da ist, weiß ich nicht. Müssen wir mal näher ranfliegen, boosten wir mal. Ich glaube, wir haben gerade ein Problem mit der Steuerung. Nein, haben wir nicht. Wir kommen noch dran da vorbei. Ja. Knapp dran vorbei, ne? So, hier sind Docks. Wie man sieht, das da oben ist das nächste. Dann wollen wir das mal gerade anvisieren. Oder? Mit F kann man interagieren. Dann kann man dann wahrscheinlich irgendwelche Fragen stellen oder sowas. Wir wollen aber jetzt gerade erstmal gucken, dass wir da oben dran kommen. Irgendwie müsste gleich dann so eine Meldung kommen, dass wir da... So. So. Ressourcendepot ist das. Okay, Crew können wir da auch anheuern. Das machen wir doch mal, ne? So, irgendwie im Tutorial brauchte man zwei Leute dafür. 36 können wir wohl mitnehmen. Und ja, wir müssten dann mal gucken, wie viel wir mitnehmen wollen. Ich sag mal, so 8 wäre gar nicht mal so schlecht, oder? Erneuern. Ich habe nicht gedockt. Interessant. Ich dachte, ich wäre angedockt. Weil wir haben noch Pfiff gemacht, ne? Crew anheuern. Okay. Nicht noch zu weit weg? Nein, eigentlich nicht. Das sind nur ein paar hundert Meter da. Ah, jetzt waren doch zu weit weg. Okay, guten Tag. Ich spreche mit dem automatischen System. Ist klar, jetzt. Und dann heuern wir die an. Haben wir jetzt 6er? Ich glaube ja, ne, oder? Jetzt müssen wir in das Schiffsmenü rein, um die zuzuordnen. So, da ist das dann. So, lass mal gerade hier das, das wegmachen. Machen wir in das Schiffsmenü. Und hier oben können wir jetzt Leute zuordnen, ne? Da brauchen wir zum Beispiel einen. Was war das denn hier? Das können wir ja, Ingenieure sind das. Und hier unten haben wir Mechaniker, den brauchen wir auf jeden Fall auch. Hier steht 0% für Bergmänner und Kanoniere. Okay, da brauchen wir mehrere, wie man sieht. Ach so, das war eben nur so viel Prozent, ne? Bergmänner haben wir jetzt. So, das sieht gut aus für das Schiff eigentlich. Ist ja alles auf 100%. Ja, Geschütztürme, da müssen wir irgendwie noch aktivieren, ne? Und drücke eine Zahl um die Geschütztürme einer Gruppe. Ach, Gruppenzuweisung ist das. Okay. Ja, ich glaube, wenn wir das machen, das sind die beiden Bergbaulaser, ne? Ja. Und das ist dann der Kampfbereich sozusagen, haben wir gemacht. Crew hatten wir geklärt. Hier kann man noch Zusatzmodule einbauen. In diesem Fall geht 1 und das ist wohl nicht groß genug dafür. Fracht haben wir nicht. Energie sieht man hier, 0,5 Gigawatt. Benötigte Energie, die produzieren wir mit unserem Antrieb momentan, also es geht. Muss man gucken, dass man das nicht alles verbraucht.
100% Systeme sind also alle klar. Und hier haben wir noch eine neue Staffel. Und das ist dann das, was wir dann wahrscheinlich später machen. Ja, da können wir jetzt den Haken setzen, weil das wissen wir. So, die AS Reiter 1 ist dann so weit ausgerüstet, dass sie jetzt erstmal da hinten hinfliegen kann. Und das sieht so aus, als ob das... Ist glaube ich, auch ein Asteroid, oder? Aber irgendwie sieht es mir so aus, als ob das ein anderer ist. Oh, ich glaube, wir müssen bremsen. Das ist ein anderes Material. Oh, das war jetzt der falsche. Wir sind vorbeigeflogen. Okay, lass uns erstmal... wir haben keine Bremskraft irgendwie. Oh, das war nicht gut. Unsere Steuerdüsen, die sind total zu klein. Okay, da müssen wir noch dran arbeiten dann. Gut, müssen natürlich dann auf den Bergbau Auf was war das jetzt? Auf 1 oder auf 2? Klicke, um diese Geschütze einen Befehl zu geben. Na, das ist 1. Automatisch steuern, situationsbedingt, Spieler gesteuert. Okay, das ist dieses kleine Symbol da oben dran. Ich war jetzt aber von überzeugt, dass ich auf der 1 den Bergbaulaser habe, oder? Bergbaugeschützturm. Und das ist der Dingens auf 2, ja. Dann sah das eben vielleicht nur so aus, dass es schlecht war, oder was? So, und wir müssen dann gleich das Ding noch ein bisschen umbauen. So, da passiert jetzt komischerweise nichts. Oder habe ich es jetzt abgewählt? Ah, ich habe es abgewählt. Alles klar, man kann auch die Waffe abwählen, dass man neutral reingeht sozusagen. So, wir haben jetzt schon mal 2, wie man sieht. Das ist schon mal vielleicht auch schneller abbauen angesagt. Und läuft, ne? Meint man. So, ein bisschen schneller. Ah, wir müssen ja das mit dem Bremsen noch machen. Aber wir sind, glaube ich, wieder dagegen gestoßen, ne? War jetzt nicht so toll. Okay, wir müssen erstmal sammeln, definitiv. Was sagt uns das Ding da oben? Dein Schiff ist beschädigt. Ja. Müssen wir reparieren. Weil wir gegengeknallt sind irgendwo, ne? Haben wir ja eben mitgekriegt. So. Dann machen wir das mal hier alles schön weg. Ah, es ist doch sehr langwierig. So. Wo ist der Balken jetzt mittendrin im Bild? Da ist er auch zu sehen. Ja, wir müssen im Endeffekt alles wohl aufrüsten, Module einbauen, damit das alles besser wird, ist klar. So, dieses Teil ist ein bisschen kleiner, deswegen geht das schneller, ne? Ist nicht so dick, also es ist schon sehr ausgereift, denke ich mal, in der Hinsicht. So, gut. Und da oben hatten wir eben gesagt... Aber weißt du was, wir gehen mal in den Baumodus rein und reparieren das Schiff. Das geht hier links, Schiff reparieren und alles ist gut. Was sagt er da oben jetzt noch? Okay, das Schiff ist schwach verglichen. Aber wenn wir schon im Baumodus sind, dann würde ich sagen, bauen wir irgendwie noch was dahin, was uns bremsen könnte, oder? Die sind mir aber zu groß, so, ne, die Blocks. Ein bisschen schmaler und die Höhe können wir auch noch ändern. Und dann, ja, kann ruhig einer hinter der Geschütze da, ne. So machen wir das mal und von unten gibt es da auch noch einen. Bin ich da mittig? Sieht irgendwie nicht so aus, ne, oder?
Ja, man kann das zentrieren und so weiter, das geht alles, ne? So, dann aus dem Baumhaus raus. Wie man sieht, haben wir auch schon eben ein bisschen gezapft hier, Titan, ne? So, jetzt fliegen wir mal vorwärts und das Bremsen geht gar nicht in dem Sinne, also schwierig. So, dann bauen wir Titan weiter ab. Also funktioniert, wir sind auch fast in der Nähe. So, und da müssen wir auch auf Dauer gucken, dass wir unser Schiff weiter aufrüsten, damit das besser wird, ne? Ja gut, aber ich würde mal sagen, für die Folge soll das auch erstmal reichen. Ich werde hier gucken, dass ich den Titan außerhalb der Aufnahme abbaue. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.